sees my own silhouette. Es ist nun 1,5 Jahre her, als Thomas Brugger mir sein 111 Lips Falkenholz überließ. Das schöne Nature Design des Bogens erinnerte mich immer irgendwie an die mutierte Pflanze 43 aus den Resident Evil Videospielen, denn der Bogen erschien mir auch so, als ob er mich vernichten wollte. Wir erinnern uns. Klaschütz aus Bamberg. Du musst du schon bringen hier, wenn du hier den 111er bändigen willst. Ah, wie machst du das, ey? Jawohl! Sehr stark! Ich merke, was das für eine Luft ist. Da muss ich eigentlich. Nach roundabout 3,5 Monaten hatte ich das Monster dann aber bezwungen und die Videoreihe, welche diesen Weg dokumentierte, kam bei dem Großteil von euch auch sehr gut an. Und noch besser sogar, es hat manche von euch motiviert und ermutigt, selbst an eure Grenzen zu gehen, weil durch Training und vor allem dem richtigen Mindset einfach alles machbar ist. Und wie ging es bei mir wohl weiter? Ich bin ehrlich, ich schieße die 111 Flips eher selten im Alltag. 111 in der Archetype Arena, jo, die Wand hält. Ja, der Pfeil ist auch nur 30 cm lang. Armbrustbolzer. Dafür habe ich einen Triple X, meine Black Widow und einen zärtlichen 40 Lips Falkenholzbogen. Jetzt stellt ihr euch vielleicht die Frage, ob ich das Monster überhaupt noch schießen kann. Nun, ich trainiere nach wie vor, auch für meinen zweitstärksten Bogen, den Triple X. Immerhin hat dieser Bogen auf meinen Auszug auch 69 Lips. Aber ja, für einen sehr beliebten Trickschuss habe ich das Monster nochmal aus dem Käfig gelassen, dem 1-Euro-Schuss. Okay, ich habe Lira genommen. Ihr wisst ja, Inflation und so. 1004,4 Grain. I will remember you. Ja, so zerstört man einen Alucarbon-Pfeil. Super, probieren wir nichts schweren. Ja, mega, schaut mal. Eine Scheibe aus Metall. Mein Schatz. Und dann fand dieses Jahr noch die Archon statt, eine Bogensportmesse in Mannheim, wo ich wieder auf Thomas traf, aber diesmal mit einem 125 Monsterbogen von Blackwood Archery, dem Modell Triple X, welches er mir natürlich auch direkt in die Hand drückte. Mehr. 125 auf 1,25, der hat mehr. Also ich habe auch schon, ich will nichts dazu sagen, aber der hat mehr. Also ich. Der Grund dafür, nochmal einen Part 4 zu machen, war unter anderem, mich nochmal an alle zu bedanken, die mich während des Projekts unterstützt haben und mir auch danach viel positives Feedback zugesprochen haben. An Thomas Brugger, der das Ganze erst möglich gemacht hat und mir einen seiner Schätze überließ. An Falkenholz selbst für die Unterstützung. An Lul Zimpali, der mir sogar ein Trainingsgerät gebaut hat, um in Form bleiben zu können. Natürlich an meine Freunde und Kollegen aus der Bogengruppe. Sebastian, der einen sehr geduldigen Kameramann abgibt. Kennt der nicht noch die Zeit vor den Selfie-Sticks, wo der Hässliche die Kamera halten musste? Sebastian, kannst du mich, Alter. Und mich unterstützt, sämtlichen Blödsinn umzusetzen. Chris Meidel, der das ganze Projekt über sehr engagiert beteiligt war. Und so viele andere. Und wie gesagt, die Leute aus den sozialen Medien, die mir viel Zuspruch gegeben haben. Ihr wisst ja jetzt, wenn ihr sowas plant, geht niemals kopflos vor. Und wir sehen uns bald wieder.